Willkommen zurück zu meinem Let's Play Victoria 2. Willkommen zum Zweiten Weltkrieg. Weiß ich nicht, ob man es Weltkrieg nennen kann. Aber wir sind auf jeden Fall in einem relativ großen Konflikt. Gemeinsam mit Deutschland, Skandinavien, dem Osmanischen Reich, man könnte sagen die Achsenmächte, und den Niederlanden im Übrigen, gegen Frankreich, Russland und das war's schon. Sonst noch irgendjemand? Ah ja, Schweiz und Belgien. Auf unserer Seite ist noch Spanien. Das habe ich total vergessen. Es tut mir leid, Spanier. Aber ich glaube, die tun nicht allzu viel in diesem Krieg. Die sind jetzt eher so ein Randschauplatz. Aber die Osmanen sind durchaus hilfreich. Die lenken da ziemlich gut die Russen ab. Wir haben da so unsere Probleme mit den russischen Truppen. Ja, bist du wahnsinnig. Der hat da doch einiges an Artillerie. Nicht schlecht eigentlich. Wir kommen da mit ein paar Truppen nach. Ich hoffe, das geht schneller als ich dachte. Schauen wir mal. Ich will ja nicht zu viel in den Kampf schicken, weil sonst kommt er mit diesen 37.000 auf irgendeine absurde Idee, wie zum Beispiel mich auf einer anderen Stelle, wo ich angreifbar bin, angreifen. Und da müsste ich irgendwelche Truppen von da, von meinem Hauptbelagerungsheer abziehen. Dass da langsam sich nach Polen reinfrisst. Oh, ich sehe gerade, ich führe da sogar eine Seeschlacht. Bam. Was haben wir denn da vor allem? Ja, das sind nur Transportschiffe, die sollten wir ja wohl aus dem Wasser holen, selbst mit unserer miserablen Seetechnologie. Sehr gut. Ein bisschen was in Wassertechnologie zu investieren hat ja doch gebracht. Ich hoffe, sie haben keine größeren Schippernaken, die sie näher schicken. Ja. Da haben sie schon größere. Aber die Niederlande ist eigentlich auch nicht so schwach bestückt. Mit etwas Glück verlieren sie diesen Kampf hier. Da gewinnt die Niederlande gerade einen Kampf gegen Belgien und scheint da die belgischen Truppen allgemein aufzumischen. Das ist gut für uns. Hier hingegen macht mich das etwas nervös, dass wir da 90.000 Franzosen haben gegenüber jeweils 80.000 Deutschen, so dumm wie der Computer ist. Fürchte ich fast. Kann man irgendwie... Aktuelle Pläne? Nicht, ob man da irgendwas machen könnte, rein theoretisch. Ihm sagen, da geh hin mit deinen Truppen, du Wappler. Ja, ich weiß nicht, der Computer ist so dämlich, was das betrifft manchmal. Ich hoffe einfach, dass Deutschland damit klarkommt mit diesem Konflikt. Auf der Seite hoffe ich, dass Skandinavien das macht für uns. Ah, das sind die deutsche Truppen auch dabei. Skandinavische, deutsche und ein paar restrussische. Und wir schicken noch 30.000 Österreicher auch in den Kampf. Das wird zu einem ziemlichen Gemetzel. Wir kommen dann von einer anderen Seite und das dürfte... die Russen dann schon ziemlich fertig machen. Ja. Gut. Ja. So weit, so gut. Außerdem, Herrschaften, ich möchte euch auf meine Wertung zeigen. Wir sind jetzt erst in allen Punkten. Obwohl wir nicht... mobilisiert haben. Das liegt einfach daran, wir sind jetzt einfach auf die Reaktionären umgestiegen, konnten unseren Wehretat steigern und dadurch, es hat sich gleich unsere Militärstärke fast verdoppelt. Na gut. Ich hoffe, das reicht für diesen Krieg. Aber ich nehme schon an. Unsere Truppen wurden angegriffen in Luzern.
ist gut, weil dort können wir sie erledigen, hoffe ich. Und dann können wir ihnen folgen und sie dort erledigen. Agatha ist gewonnen. Mal daher. Okay, da haben wir ein paar Revolutionäre von Ecuador besiegt. Das machen wir ja auch noch nebenbei. Ich überlege gerade, ob wir da auch in das französische Gebiet können. Könnten wir dann versuchen, tatsächlich könnten wir diese ganzen französischen Inseln da vielleicht erobern. Weil es ja eher ist. Das bringt zwar recht wenig, aber was soll's. Das heißt, wir werden das da jetzt noch erobern. In der Zwischenzeit schicken wir mal diese Transportflotte daher. Da steigen wir dann auf und fahren darüber. Gar keine dumme Idee. Gut, zurück zum Hauptschauplatz zu Russland und Europa. Bam. Ecuador möchte mit uns verbündet sein. Na, das machen wir doch glatt. Die Schlacht von Königsberg wurde gewonnen. Na, sehr was, die war eine ziemlich mühselige Sache, offensichtlich. Wohin mit euch? Memel. Geht's da weg? Auf dorthin. Na schon, gut. Gut. Lugano. Auch nicht schlecht. Naja, der unterstützt dann nur mal gedanklich. Warte. Der könnte nach Bern gehen. Ja, das wäre ja Urspitze. Und kann der, nach Novara kann er noch. Verdammt. Novara grenzt auch an Lugano. Schade. Sollte ich fast alles nicht aus, darüber zu gehen in die Wüste. Harare, na gut, soll sein. Ja, das französische Südafrika werden wir wahrscheinlich auf jeden Fall ohne große Probleme erobern. Das Skandinavier und ich. Ach, Belgien ist auf der französischen Seite. Da haben wir eh noch viel Platz zum Erobern auf der Seite. Die Osmanen haben auch die Reserve gemacht. Niederlande ebenfalls, Skandinavien ebenfalls, Spanien ebenfalls. Sehr gut. Das bedeutet, meine Verbündeten sind doch noch intelligent geworden und führen ein bisschen Krieg. Schön wäre es, wenn es Deutschland auch noch machen würde. Ah ja, okay, das ist das. Na gut. Uff, ich hoffe, die kommen bald da an, da die Truppen. Lange halte das niemand mehr aus. Boah, bist du deppert, Gott sei Dank. Und Sitomir haben wir auch gewonnen. Das heißt, die können wir eigentlich auch reinziehen. Und bleibst du nur da. Boah, 68.000 Mann, bist du deppert. Boah, wo nimmt denn der die ganzen Truppen her? Das geht mich an. Das ist der größte Nachteil an Russland. Radon erobert. Ja, dann gehen wir weiter nach Ljubin. Und du gehst weiter nach irgendwo hin, da hier halt.
Na, dann gehst du da hier sogar. Ach, Schemischl. Die Schlacht von Kiew ist gewonnen. Uff, da haben wir viel verloren. Nach Tscherkassy kann ich Ihnen nicht folgen. Hier geht's nach Tschernobyl auf jeden Fall. Boah, nur 2 Truppen. Du bleibst hier. Als mögliche Unterstützung. Jetzt ist natürlich die Frage, sollen wir diese 37.000 Mann da angreifen, wenn wir das machen? Andererseits, na, gehen wir da her. Gehen wir die 37.000. Erobern wir da noch weiter. So, Thessalit haben wir auch erobert. Schmischl. Sogar daher gehen, oder sind wir in Lublin und in Dings angrenzend. Das heißt, die können wir für da und da verwenden. So, wie schaut das aus, unser Krieg? 23% haben wir schon. Besatzung sind wir auch stärker. Mhm. Wenn wir ein Kriegsziel hinzufügen, wie zum Beispiel Warschau erobern oder wie irgendwas erobern, ist das gut oder schlecht? Dann haben wir alle Polen bei uns im Reich. Aber Russland schwächen ist nicht schlecht an und für sich. Das Problem ist nur, überleben wir das? Ich bin mir nicht so ganz sicher, weil die sind da sehr viele. Ich meine, wir sind natürlich klüger als die, aber sie sind sehr viele. Wirklich, wirklich viele. Wenn wir uns das dann nehmen, das Stückel, das wird schon schön passen. Da hätten wir dann Krakau quasi als Miniland in unserem Land drinnen. Es wäre das San Marino Österreichs, wäre dann Krakau. Oder wir verlangen eine Kolonie von Frankreich. Das wäre auch eine Möglichkeit. Frankreich schwächen ist auch nicht schlecht. Frankreich ist nämlich noch immer Dritter. Und ihnen was wegzunehmen ist auch immer nicht schlecht. Das da zum Beispiel, Sambisi. Aber bringt's das? Wie viele Einwohner hat denn das da? 18, 13, 11, 26, 21. Und das gehört schon immer mehr zusammen. Busy, das ist ja schon fast wieder lächerlich. Die Kolonie erobern. Andererseits, andere Kolonien zahlt sich kaum aus. Niger ist schon in den Verhandlungen drinnen. Warte mal, wer ist ein Chef? Frankreich ist Chef. Ah nein, Russland ist Chef. Wir können von der Schweiz Abrüstung verlangen. Kostet uns fast keine Punkte. Der Ostschmerz natürlich. Nee. Was können wir von der Schweiz noch verlangen? Erniedrigen kostet noch weniger Punkte.
Hey, das kostet ja relativ wenig Punkte. Warte mal. Das ist ja urcool. In einem Weltkrieg kostet das weniger Punkte. Ha, das ist ja cool. Ostschweiz erobern. Das kostet nur 3,6 Infamie. Na klar machen wir das. Oh, bist du deppert, das kostet aber viel. Einen Separatfrieden mit der Schweiz, wenn wir die Schweiz vollkommen vernichtet haben. Dann haben wir die Ostschweiz, das ist ein super geniales Gebiet da. Oh, da sind ja noch einmal 31.000 Mann. Wo kommen denn die her? Warte mal, wie schnell sind die dort? Ach Gott, könntet ihr mir bitte zeigen, wann ihr dort seid? Verdammt. In diesem Gebiet ist es praktisch unmöglich herauszufinden, wann und wo die Typen hinfahren. Ich will nicht das vorsehen, ich will sehen, wo ihr hinlatscht und wann ihr dort seid. Ach, ehrlich. Haben wir noch irgendwelche Truppen zur Verfügung? Gewonnen. Komme ich da schon zu spät? Oder schaffe ich das noch rechtzeitig hin? Das wäre super, wenn ich da noch rechtzeitig hinkäme. Lodge haben wir gewonnen. Zürich gewonnen. Sehr gut. Auf nach Bern. Schlacht von Luzern gewonnen. Ah, die gehen nach Lugano, ist eh klar. Komm schon, ich hoffe, du hältst das noch aus. Entsatz kommt, Entsatz kommt. Entsatz kommt, Entsatz kommt. Keine Sorge, wir sind gleich bei dir.
Sehr gut, du siehst mich schon. Lomza, gut. Kur angekommen. Okay, in Bern angekommen und in Radom angekommen. Gehen die hingegen nach Warschau, gell? Sehr gut. Oh, wir haben plus 5 auf Angriff. Das ist ein cooler Anführer. Solche hätte ich gerne öfter. Schlacht von Novara gewonnen. Supi. Und die Schlacht von Gumbinen. Wohin ihr? Nach Lugano. Na. Jetzt mal nach Zürich. Gumbinen machen wir auch gleich, aber zuerst das in Novara. Gehst nach dahin. Du. Gehst hierher. So, Gumbinen gewonnen. Dann gehst jetzt du nach Suwalki. Gut, gut. Ja. So, du bist am 11. April dort. Und zwar in Brest-Litovsk. Du mal nach Brest-Litovsk. Du gehst da weiter. Wie schaut die Schlacht da aus? Gewinnen wir die? Eine gute Frage. Du gehst auf jeden Fall mal da hier. Ha, sehr gut, wir sind rechtzeitig angekommen. Ha, das ist gut, das ist gut. Da dürften wir ein paar Russen erledigen. Mhm. So, schauen wir mal. Die gehen nach Bergamo. Die bleiben in Lugano. Ist okay, soll sein. Diese Lugano-Leute werden wir mal angreifen. Ich hoffe, die sind bald draußen am 12. April, ja. Die sehen also zurzeit hoffentlich nicht, dass wir zu euch gehen. Gut, Cernauti ist okay. Mutare. Auch okay. Suwalki, auch okay. Sitten, noch besser. Hey, wir haben da ein paar französische Schiffe versenkt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Boah, mein Hauptkampf ist da mit der Schweiz, weniger mit Dings. Da bin ich ja noch mehr nach Bergamo. Oh, und ich sehe gerade, da haben wir 5000 Leute in Mailand gestellt. Auch nicht schlecht. Ah, das scheint gut auszugehen. Wir haben da noch immer 56.000, der hat 5.000 weniger als vorher. Gut, diese Schlacht scheinen wir zu gewinnen. Diese Schlacht gewinnen wir, glaube ich, auch.
mit unserer Hilfe und Unterstützung. Und da drüben hoffe ich einfach, dass Deutschland mit den Franzosen klarkommt. Und wenn nicht, dann verlieren wir den Krieg. Passt. Hier oben da einfach eins nach dem anderen. Hey, da können wir ein paar Belgier auch erledigen. Das ist ja cool. Wo ist die Litsche? Ah, da. Auch noch Siedlitsche. Noch Brest-Litovsk. Sehr gut, da haben wir 1000 verloren und ja 8000. Das scheint ein sehr ungleicher Kampf zu sein. Wir haben Kiew erobert. Da kommen 55.000 nach Korosten. Dann setzen wir da doch nochmal 5.000, noch 29.000 und 30.000 dazu. Schauen wir mal, ob er das checkt. Tulcha gewonnen. Wo ist Tulcha? Ah, da unten. Dann gehen die nach Konstanta. Das sind wie viele Russen? Wurscht. Weniger als wir hinterher. Was soll man da helfen? Na. Die sind gerade auf der Flucht. Die können wir erledigen. Ah, sehr gut, er ist stehen geblieben. Full stop. Du auch. Wir warten ab. Balti? Das ist da. Na, nimm mal lange, Freund. Wir haben die Schlacht von Rovne gewonnen. Das war großartig, Freunde, großartig. Die 11.000 flüchten nach Kowel. Hinterher. Die versuchen auch nach Kowel zu kommen. Du gehst daher hinten nach. Ja, sehr gut. Wir sind jetzt da im Vorteil. Langsam aber sicher töten wir die da einen nach dem anderen. Vinica gewonnen. Wann kommt der am 22. April? Sind wir schneller? Ja, wir sind schneller. Wir können den Balti abfangen. Oder wieder da rein. Okay, dann machen wir das Spielchen noch einmal. Ah, Mist. Wo ist das? In Konstanta. Hey, das ist cool. Das ist eine kurze Schlacht, wenn die uns da... Wenn die uns da angegriffen haben. So, warte mal. Kurhosten haben wir gewonnen. Tschernikow und Pinsk. Wo ist Tschernikow? Tschernikow? Ah, da. Warte mal, wir gehen nach Tschernikow, die kleineren und die größeren nach Pinsk. Der geht nach Korosten und der geht daher. Lemberg passt. Okay, was ist mit Lugano? Da haben wir eine Schlacht gewonnen. Wie geht's jetzt daher?
Hier geht's daher. Wir versenken da die restlichen Schweizer Truppen. Balti, Feigling. Hinterher. In Kiel jemand angekommen. Lonza gewonnen. Gut, das heißt, wir kommen da nach Bialystok als nächstes und du gehst weiter nach Lonza. Murare haben wir auch gewonnen. Sehr gut. Weiter geht's im Programm. Meine Überseeflotte. Schauen wir mal. Nein, 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 nein. Was ist das? Ah, das sind die Transporter. Gut. Tschernigow, Pinsk. Ah, die Großen gehen nach Pinsk. Das taugt mir nicht. Wurscht. Kann nichts machen. Die Schlacht von Brest-Litowsk gewonnen. Auf nach Grodno hinterher. Aber wie ihr? Aber ihr? Ihr hinterher? Oder auch nicht? Wir haben angekommen, das erobert. Machen wir doch gleich so. Müsste eigentlich reichen, was wir da machen. Okay. Na, Afrika ist überhaupt kein Problem, scheinbar. Da gibt es keine französischen Truppen mehr. Frankreich ist nach dem letzten Weltkrieg wirklich total tot. Ich meine, die haben da zwar, ach Gott, die werden da noch. Immerhin die Niederlande scheint da zu gewinnen. Gegen die Belgier. Vielleicht können wir die Belgier aus dem Krieg rauswerfen. Sie würden dieses Angebot nicht annehmen, naja gut. Soll sein. Wie ist das mit der Schweiz? Na, die nehmen auf keinen Fall noch an. Die sind noch nicht vernichtend geschlagen. Aber wenn wir dann die ganze Schweiz erobert haben, dann machen wir es. Vielleicht schaffen wir das nächste Mal. Schaut eigentlich ganz gut aus, weil wir schlagen jetzt gerade gute Schlachten hier. Wo sind da noch? Ach, da sind noch 17.000. Die kommen dann als letzte dran. Jetzt besiegen wir mal diese Truppen hier. Erobern das restliche Gebiet von der Schweiz. Genf fehlt dann noch. Und dann holen wir uns da dieses Gebiet und dann schaut Österreich nicht mehr ganz so verwortagelt aus. Nicht schlecht, Herr Specht. Landwehr 1. Wieso zeigst du mir nicht einmal an, was für Truppen der da drinnen hat? Ah. Ärgerlich. Na gut, Herrschaften, ich wünsche euch noch einen schönen guten Abend. Schaut das nächste Mal vorbei, wenn es wieder heißt, macht Österreich die Schweiz fertig oder nicht?